Bei zwei Schiffsunglücken vor den griechischen Inseln Samos und Lesbos sind am Montag 5 Menschen ums Leben gekommen, darunter 4 Kinder. 54 Personen konnten gerettet werden. Bei den Toten vor Lesbos handelte es sich um einen 11 Monate alten Säugling, 2 Mädchen im Alter von 8 und 11 Jahren und einen 8-jährigen Jungen. Außerdem sei bei dem Unglück vor Samos eine Frau ums Leben gekommen. Beide Boote hatten von der türkischen Küste aus abgelegt. Beim Unglück vor der Insel Samos sollen die Passagiere ihr Schlauchboot laut Küstenwache selbst zum Kentern gebracht haben. Immer wieder werden Boote von Flüchtlingen selbst zum Sinken gebracht. Auf diese Weise kann die griechische Küstenwache das Boot nicht zurück in türkische Gewässer drängen und ist verpflichtet, die Menschen nach Griechenland zu bringen. Das Vorgehen ist riskant, weil viele Migranten nicht schwimmen können.